Jürgen, besser decken im Mittelfeld. Durch, nicht das Tempo drosseln, weiter Tempo machen. Den muss er voll treffen, wenn er den voll trifft, ja? Das Spiel ist vorüber und gewonnen. Heinz Krügel, Cheftrainer beim 1. FC Magdeburg, empfängt seine Schützlinge in der Kabine. Wir haben hervorragende Kombinationsfolgen gezeigt. Und ich muss ganz offen gestehen, das technische Können war beachtlich. Ihr habt aber auch taktisch klug gespielt, habt diesmal den Vorsprung gehalten und noch ausgebaut mit einem Tor dazu. Und dann werden wir schon sehen, dass wir in der kommenden Woche alles wieder so fit bekommen, wie wir das benötigen beim nächsten Punktspielstart. Wenig später packt er nebenan die Koffer. Wie so oft oder so selten fährt er übers Wochenende nach Leipzig zu seiner Familie. Vor 8 Jahren kam er nach Magdeburg. Ich wollte nur 1 Jahr in Magdeburg bleiben, den Aufstieg fertig bringen, damals von der Liga zur Oberliga. In der Zwischenzeit sind es aber 8 Jahre geworden und ich bereue kein Jahr, wo ich hier gearbeitet habe. Und wir haben viele Erfolge erzielt in der letzten Zeit. Ich liebe schwierige Arbeiten, nicht wo alles, ich möchte mal sagen, zusammenfließt, sondern man muss die ganze Persönlichkeit in die Arbeit hineinpacken, um etwas zu erreichen, etwas fertigzubringen, zum Wohle unserer Sportbewegung. Der 53-Jährige kennt die Höhen ebenso wie die Tiefen, die der Fußball mit sich bringt. Nach 1945 stürmte er für die SG Planitz den ersten Meister unseres Landes. 6 Jahre später begann in Leipzig seine Trainerlaufbahn. Die weiteren Stationen: SC Empor Rostock, DDR-Verbandstrainer, Chemie Halle. Seit 1966 in Magdeburg. 1974 gewann seine Mannschaft den DDR-Meistertitel und den Europapokal der Pokalsieger. Arbeit mit und im Kollektiv, Arbeit an sich selbst, immer wieder neu, von Spiel zu Spiel. Montagmorgen, kurz vor 8. Heinz Krügel ist gern vor den anderen da. Was interessiert ihn neben dem Fußballsport? Nun, ich sammle Briefmarken und mein Hobby ist auch Fotografieren, angenehme Spaziergänge durchführen und viel Unterhaltung. Ob das mit Kindern oder Erwachsenen ist, ist gleich. Ich interessiere mich fast für alles. Das Wochenthema natürlich Fußball. Begleiten wir den Cheftrainer des 1. FC Magdeburg zu einigen wichtigen Terminen im Verlauf einer Woche. Wie üblich, liebe Freunde. Einmal wöchentlich berät Heinz Krügel mit seinen Trainerkollegen das Arbeitsprogramm. Arbeitsberatung durch, die für die kommende Woche Gültigkeit besitzt. Hermann Stöcker, Magdeburgs Ex-Nationalspieler, betreut die Juniorenmannschaft. Die Oberliga sowie die Ligamannschaft. Es gibt einige Fortschritte. Ernst Kümmel ist verantwortlich für die zweite des FCM, die Liga 11. Ja, ich würde sagen, dass wir Günter Konzak, die rechte Hand des Chefs und Assistenztrainer der Oberliga-Vertretung. Und dazu eben entsprechende technische Sachen, die im RTP vorgegeben sind. Nur selten hat Heinz Krügel seine Stammformation parat. Verletzungen durchkreuzen oft die Pläne. Abwehrspieler Detlef Engel laboriert an einem Bänderschaden. Kann schon aufgehen, kann nun laufen, ja. Macht eben alles hier sauber und alles. Und wie sieht's aus? Wie denkst du darüber, wenn es wieder losgeht? Ja, ich habe diese Woche war schon immer draußen bei Herrn Weber und habe mich behandeln lassen. Und das Knie ist soweit ganz gut. Und ich nehme an, auch vom Doktor die Meinung, dass ich ab Montag wieder anfangen kann zu trainieren. Ich wünsche dir dazu alles Gute. Auf Talentsuche im Bezirk. Gommern.
Von hier kamen Martin Hoffmann und Uwe Gröning zum Club. Die BSG-Aktivist ist für ihre gute Nachwuchsarbeit bekannt. Heinz Krügel im Gespräch mit Übungsleiter Jürgen Opel. Ja, ich glaube, dass wir vielleicht in nächster Zeit mal zwei ähnliche Talente bekommen. Und wo sind sie denn? Das ist der Andreas, ja, mit der schwarzen Hose. Ja. Und das ist der Dirk, der neben Andreas läuft. Ja, vielleicht können wir dann in Viertel, einem halben Jahr wieder darauf zurückkommen. Ich werde dich öfters besuchen. Ja. Und wie sind Sie denn in der Schule? Sehr gut. Sehr gut? Sehr gut. Das ist sehr erfreulich. Wir legen da viel Wert darauf. Ja, das weiß ich. Manchmal ist der späte Nachmittag frei von Terminen. Dann rückt der Cheftrainer der Post zu Leibe, die den ersten FCM nicht nur aus dem Elbebezirk erreicht. Meist wird es spät. Vor dem Training. Besuch der Klasse 7a aus einer Magdeburger Oberschule. Fragen, wie sie auch bei vielen Foren auftreten. Ein Medaillenplatz, das ist unser Plan. Und daraufhin wird systematisch gearbeitet. Wir glauben, dass wir unter den ersten dreien uns befinden, um international wieder eine Bewährungsprobe zu haben. Was wird man unternehmen, damit diese Zuschauerkulisse, bei Einzelnen meine ich jetzt, ja, sich ändern wird? Das letzte Mal war das nicht ganz fair dem Gegner gegenüber. Das muss ich ganz offen gestehen. Wir werden das in unserem Programm, in der Zeitung, aber auch über unser Mikrofon mehr oder weniger bekannt geben, dass unser Publikum wieder so wird, wie das früher gewesen ist. Wir können es aber nicht beklagen. Das sind nur einige wenige, die da sich nicht so verhalten, wie wir das gerne wünschen. Und ihr müsst dazu beitragen, bei euch zu Hause und so weiter, dass das eben bald abgestellt wird. Gehört Uli Schulze schon zum Kader der Nationalmannschaft? Ja, da ist dieses Jahr aufgenommen worden. Und wir freuen uns als Magdeburger darüber. Aber wir müssen eines bedenken, dass nicht nur die Magdeburger die Nationalmannschaft bilden können. Impressionen vom Training des Oberliga-Kollektivs. Die Erfolgskette der Magdeburger ist in den letzten Jahren imponierend. Macht der Erfolg die Arbeit des Cheftrainers leichter oder schwerer? Teils, teils. Leichter deshalb, weil man mehr Selbstvertrauen hat. Aber diese Erfolge sind auch verpflichtend für die weiteren bevorstehenden Aufgaben, ob bei uns in der Republik oder international gesehen. Man muss bestrebt sein, dass die Spieler auf dem Boden bleiben. Und ich muss sagen, unsere Spieler sind sehr bescheiden. Sie beachten die Hinweise, all das, was dazugehört, einer Spitzenmannschaft anzugehören. Donnerstag, zwei Tage vor dem nächsten Spiel, das auch für den Meister immer wieder das Wichtigste ist. Heinz Krügel, Axel Tüll und Masseur Hans Weber. Und ich glaube, dass du schaffst es dann. Wir rechnen mit dir, wir brauchen nicht im Mittelfeld. Nein, es wird ein schweres Spiel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das bis dahin schaffen. Der Freitag ist angefüllt mit letzten Vorbereitungen in vielerlei Art. Dazu gehören Absprachen mit dem Platzwart Heinz Dänecke und ein Besuch bei Ernst Müller, zwei von vielen Helfern in Magdeburgs Club. Wir spielen in Blau am Sonnabend. Na, ich würde diese nicht empfehlen. Der Kontrast ist vielleicht besser mit den gestreiften Jersey. Warum? Wir müssen uns noch den Gegner richten. Ja. Ja? Neuerliche Bewährung für das ganze Kollektiv. Sportlicher Alltag für einen Favoriten dieser Meisterschaft, den Titelverteidiger. Samstagmorgen, letzte Spielvorbereitung. Alles zusammenfassen. Klaus, bitteschön, was ist zu beachten bei den gegnerischen Stürmern? Ja, wir müssen die drei Sturmspitzen konsequent decken. Die dürfen nicht zum Fuß kommen, weil es da gefahrvolle Situationen bei uns vorm Tor gibt, wo sie Einschussmöglichkeiten haben. Axel, und was hältst du für wichtig? Und dass wir besonders die Spielerpersönlichkeiten im Griff bekommen. Vielleicht so viel, dass wir uns, der Axel hat schon betont, nicht einschläfern lassen und dann eben von Anfang an konzentriert zu Wege gehen. Ja. Wir müssen das Spiel bestimmen und diktieren. Jeder nutzt die verbleibende freie Zeit bis zum Spiel auf seine Art. We'll be right back.
fragten Wolfgang Abraham und Kapitän Manfred Zapf nach ihrer Meinung über den Cheftrainer. Ich möchte sagen, unser Cheftrainer ist in erster Linie eine Respektsperson, wo jeder einzelne Spieler, ob er nur jung oder alt ist, sehr viel Respekt hat. Das ist auch vor allem sehr wichtig. Ich würde sagen, ich schätze an unserem Trainer eben, dass er in erster Linie die Leistung sieht bei jedem einzelnen Spieler, dass auf jeden Fall die 11 besten Spieler jeweils spielen werden. Der Cheftrainer ist dafür bei uns bekannt, dass er ein sehr konsequenter Mann ist, sehr hart, aber dabei auch gerecht. Ich meine, in den letzten Jahren hatten wir mit ihm sehr viele Erfolge und das spricht wohl für ihn. Und er versteht auch in der Mannschaftsbesprechung oder in irgendwelchen Dingen, wenn es auch mal hart hergegangen ist, auch mal wieder das aufmunternde Wort zu finden. Er ist eben ein guter Psychologe. Spiel dir ein Spiel von der Linie aus, traut aber was zu, ja? Schieß mit, spiel aber nicht zu eigensinnig, ne?